So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder mit einem Projekt weiter, was die letzten Monate ein bisschen zum Stillstand gekommen ist. Macht aber nichts, weil wir das nämlich bisher nicht gebraucht haben. Und zwar sind wir mal wieder in Helbsen bei NG Motorsports. Tim wartet schon. Hallo. Unser Zylinderkopf wartet auch schon seit 3-4 Monaten, würde ich sagen. Längerer Zeit, ja, genau. So, ein paar Monate ist es auf jeden Fall her. Macht aber nichts, weil wird ja nicht schlecht. So, jetzt allerdings nehmen wir das ganze Thema mal wieder auf. Weil dieser Zylinderkopf soll nämlich natürlich am Ende zum Einsatz kommen. Ich kann schon mal verraten, wir haben vor unseren Wolf im Schafspelz. Falsch. Eigentlich war es so gedacht, eigentlich sollte dieser Zylinderkopf am Ende bei Marius auf den Golf. Nun habt ihr ja mitbekommen, dass das Projekt so lange gedauert hat. Also was heißt so lange? Eigentlich hat es nicht lange gedauert. Aber der Motor ist jetzt zusammengebaut. Da ist ja ein ähnlicher Kopf drauf schon von euch. Ja. Das heißt, der einzige Unterschied sind nur die Materialien. Deswegen nehmen wir diesen Kopf nämlich lieber für unseren Golf 3. Den hatten wir ja low-budget-mäßig zusammengebaut. Diesen Winter, jetzt wo alles funktioniert, würden wir gerne da noch einmal den Block machen, weil da ja die Kolben kaputt gegangen waren. Und dementsprechend können wir da natürlich gleich einen schönen Kopf mit schönen Nocken und so weiter draufstecken. Ja. So, Video 1 bis 4. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Wir haben gemacht, Kopf zerlegt, gefräst, Sitze ausgespindelt. Material erklärt. Material besprochen, genau. Sitze hergestellt, Führung hergestellt. Ja. Das ist jetzt Heat 2 und 3. 2 und 3. Das heißt, Ringe sind 2 und Führung 3? Nee, anders. Die Führungen, die jetzt drin sind, sind 2 und die Ringe sind auch einmal 2 und 3 im Auslass. Ist jetzt 3 dieses spezialkrasse Material? 3 ist das spezialkrasse Material, was eben auch nochmal die deutlich höhere Härte und Verschleißfestigkeit hat. Was ihr eigentlich gar nicht so anbietet. Was wir, also, oder ist das das, was ich für Limo noch liegen habe? Das ist das, was du für die Limo noch liegen hast, was leider sehr, sehr teuer ist, was schwer zu beschaffen ist. Also oftmals ist es schon fast schwierig, so geringste Mengen davon zu kriegen. Es wird aber relativ, auch vielleicht durch die Videos, es wird verhältnismäßig oft nachgefragt. Und wir haben in der Vergangenheit, also die letzten paar Monate, schon echt viele Köpfe damit ausgerüstet, wo ich mich natürlich darüber freue, weil es Spaß macht. Ich sag mal, wenn der Kunde das supportet und sagt, alles klar, ich bin bereit, das zu bezahlen, ist für uns natürlich auch noch schöner. Also da sind jetzt schon einige rausgegangen bei uns. Wir haben mittlerweile haufenweise neue Zuschauer. Wir können jetzt natürlich schlecht nochmal alle 4 Teile beschreiben. Deswegen versuchen wir das aber schon so stückchenweise noch mal immer auf schnell wieder zu erklären. Wo grob in einem Satz, Vorteil Heat 2 Material gegenüber Serie? Da gibt es ein schönes Video, das hatten wir ja sogar getestet. Erstes unschlagbares Argument oder das fast größte ist die Wärmeleitfähigkeit. Sowohl für die Einlass, auch natürlich speziell für die Auslassseite. Das heißt, der Sitzring hat ja mehrere Funktionen, neben der Abdichtung. Natürlich auch den Wärmeabtransport vom Ventil und du hast im Vergleich zu einem Sinter-Stahlring, das sagt man fast Faktor 5, je nachdem, Nachkommabereich variiert es ein bisschen, du hast fast fünffache Wärmeleitfähigkeit gegenüber einem Stahlring. Darf ich das so reinstecken oder können da Späne drin? Das kannst du reinstecken, warte, nee, kannst du, da ist noch nichts geschnitten. Zack. Ja. Okay, das heißt, Wärme einmal über die Führung, wo es drin steckt, aber noch viel mehr über den Sitz, wo es drin liegt. Sind ungefähr 70-30. Das heißt, 70% geht über den Sitz, über den eigentlichen Kontakt beim Schließen und 30% ungefähr nur über die Führung, wo man immer glaubt, das ist womöglich viel mehr, aber ist es gar nicht. Und Heat 2 gegenüber einem normalen Stahl sind. Heat 3 nochmal krasser? Nein, Wärmeleitfähigkeit ein Hauch geringer nochmal. Weil die Legierung ein bisschen anders zusammengesetzt ist, um die Härte und Verschleißfestigkeit hinzukriegen. Mhm. Das geht so ein ganz bisschen, aber das ist marginal, das ist also wirklich nicht nennenswert, geht ein ganz bisschen zulasten der Wärmeleitfähigkeit. Mhm. Aber ist härter. Aber ist deutlich härter und verschleißfester. Merkt man das auch beim Schneiden? Das merkt man auch beim Schneiden. Also vom Sparen her, wir wollen ja gleich mal ein bisschen was schneiden. Wir machen gleich die Einlassseite erstmal. Da wird man gleich sehen, wie langsparend das Material eigentlich ist. Mhm. Also bei einem Sinterring, wenn man den schneidet, oftmals bröselt das fast nur so ein bisschen weg, macht ganz kurze Späne. Okay, das heißt ja dann aber schon, dann haben wir jetzt doch hier wieder einen Kopf, der eigentlich alles, was geht, ist. Ja.
mit großen Ventilen, ja, in gutem Material. Ja, das waren 42, 36, ne? Ventilgrößen, zu sonst 39, 34, 2. Das sind fast 2 mm pro Ventil. Ne? Ja. Du sagtest gerade, dass das die Wärme besser leitet. Was passiert denn mit der Wärme, wenn sie nicht so gut leitet? Sie bleibt im Ventil. Und das ist schlimm. Das Ventil kann in dem Moment dann einfach aufgeben, schmelzen. Genau. Ja, das verbrennt dir einfach. Ich glaube mal, diese Flammenfront bei der Verbrennung wird ja schon irgendwas um die 1000 Grad locker haben. Ja, ne? Ja, und 1000 Grad ist schon fast wie so ein Schneidbrenner. Ne? Okay. Das heißt, man darf ja immer nicht vergessen, das Ding geht ja in dem Moment bei 8000 Umdrehungen 4000 Mal auf und zu, Viertakter. Mhm. Das heißt, es steht ja immer nur ganz kurz in der Flamme und kann dann aber wieder die Energie abgeben, wenn es wieder geschlossen in den Sitz gedrückt wird. Ach so, okay. So, kühlt halt einfach, ne? Ich glaube, lange würde es sonst nicht überleben. Nee. Zumindest nicht bei den Drehzahlen, bei den Temperaturen und so weiter. Ne? Okay, das heißt, der Kopf hat eigentlich unendlich viel Potenzial. Das heißt, Marius, wir müssen ihn, glaube ich, doch lieber eigentlich auf deinen Motor bauen. Wir warten mal die ersten Fahrten und Abstimmungen ab und dann gucken wir mal. So, okay. Material erklärt, große Ventile erklärt, Köpfe sind gefräst. Mhm. Kennen ja die meisten. Jetzt Ringe haben wir auch letztes Mal hergestellt und die Führung, die sind jetzt hier schon eingepresst. Ja. So, jetzt müssen wir was erklären. Und zwar normalerweise, wenn es nicht jetzt gerade ich wäre, würden wir diesen Schritt des Ventils schneiden hier jetzt nicht tun. Genau, also die Maschine ist bei uns eigentlich in Rente. Mhm. Haben wir jahrelang benutzt, gerne benutzt. Nur bei uns ist es so, dass die Stückzahlen so groß geworden sind und auch das allerletzte Quäntchen an Genauigkeit, was wir einfach haben wollen, über die Maschine letzten Endes dann nicht mehr geht. Mhm. Das heißt, die Maschine, wir können das dann kurz erklären, also wie das funktioniert, das Funktionsprinzip, die schneidet die Kontur, die auf den Sitzring drauf muss, in einem Arbeitsgang. Das heißt, es wird mit einem Konturstahl die Kontur in eins geschnitten, was einen sehr hohen Schnittdruck produziert und das sorgt, sage ich mal, zum Schluss für eine ganz gewisse Ungenauigkeit, so im Hundertstelbereich. Ein, zwei Hundertstel können da passieren. Und ich möchte das gern genauer haben, deswegen haben wir uns mit einem unserer größten Kunden zusammengetan. Für den machen wir sehr, sehr viele Zylinderköpfe und er hat sich bereit erklärt, für uns alle Ringe zu schneiden. Mhm. Und das passiert dann nicht auf so einer Maschine, sondern auf einer CNC-gesteuerten Maschine. Mhm. Wo die Kontur frei programmiert werden kann, können wir gleich, wenn du magst, kann ich ein bisschen was zu sagen. Und das ist uns eigentlich ganz recht, weil jetzt kriegen wir die 100% Qualität und hiermit mache ich vielleicht 95, 96 und wir können es toll zeigen, also das ganze Funktionsprinzip. Genau, das heißt, wenn es mal schnell gehen muss oder eine Instandsetzung oder sowas, geht ja, hier auch. Ja. Gibt es, jetzt gehen wir wieder auf unser Thema Flowbench ein, also die Messung, wie gut so ein Kopf ist. Gibt es da Unterschiede zwischen, ihr schneidet es hier selber oder es macht die CNC mit einem freien Winkel? Nein, wenn du mit der CNC dieselbe Kontur schneidest, nur genauer als hier, dann macht es keinen Unterschied. Mhm. Der Riesenvorteil, den die CNC bietet, ist, ich kann hier Konturen schneiden, bin aber begrenzt auf die Formstähle, die ich hier in der Schublade habe. Das heißt, ich kann 30 Konturen schneiden. Und dann ist Feierabend. Mhm. Wenn ich jetzt ein neues Projekt habe, dann sehe ich das und weiß, okay, ich brauche eine Außenkorrektur, 35 Grad, hätte da gerne einen 2 mm Radius in der Ecke. Dann bin ich aufgeschmissen, weil ich den Formstahl hier gar nicht habe. Und auf der CNC programmierst du die Kontur um und sagst, alles klar, ich nehme Brennraumwandlung noch ein bisschen weg, stell das Ventil frei. Das ist galaktisch. Mhm. Okay, man hat einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja. So, jetzt haben wir da auch ein Einlassventil. Ich hatte eins hier zum Einstellen. Genau, richtig. Genau, das habe ich vorhin schon mal benutzt zum Einstellen. Das können wir ja hier einmal. Warte mal, ich drehe da unten mal drauf. So, jetzt können wir hier, sehen wir jetzt nämlich einfach mal schön, dieser Sitz ist schon fertig geschnitten. Ihr werdet euch alle fragen, was heißt denn überhaupt Sitz schneiden? Das heißt einfach, dass der Ring nicht mehr so aussieht, sondern so aussieht. Und dementsprechend das Ventil, man hört das ja schon beim Reinfallen, ne? Einfach eine gewisse Auflagefläche hat, wo es so gegenfällt. Ne? Ja. So, das heißt, das würde so nie im Leben funktionieren, wäre weder dicht, weil man hat hier immer auch noch die Dichtfläche, die liegt in dem Fall ja gar nicht auf. Ja. Und so wird das dann geschnitten. Okay, wollen wir den Rest einfach an einem Anwendungsbeispiel machen? Schön einfach, oder? Einfach mal ein paar schneiden, meinst du? Ja, können wir machen. Dann kann ich auch zu der Kontur so ein ganz bisschen... Einlass oder Auslass?
Gerüstet habe ich die Einlassseite, wäre für mich jetzt einfacher. Okay. Machen wir die Einlassseite. Die Führung, sag ich schon, die Sitze sind einfach nur eingepresst. Also die sind jetzt schon vorgepresst hier drin. Ja, die werden mit Stickstoff runtergekühlt und dann eingeschrumpft. Also die fallen so gut wie frei rein und in dem Moment, wo die Temperatur sich ausgleicht, setzen die sich. Mhm. Okay. Ja? Attacke. So. So, bei dem Ring hier vorne, Nummer 1, da kommen wir zu einem weiteren Vorteil der CNC. Ich muss das hier in 3 Schritten machen. In dem Moment, wo hier so ein Rohling reinkommt, passt weder der Innendurchmesser noch die Höhe. Innendurchmesser heißt der Übergang zum Kanal. Der Übergang zum Kanal. Wenn man jetzt hier, ich fahre mal mit dem Licht ein bisschen, so, hier sieht man so eine Zehntel kleine minimalste Kante. Ohne Licht sehe ich die besser. Ohne Licht? Ohne Licht, ja. Ja, besser? Mhm. Das wird quasi später mit dem Fächerschleifer einmal im Kreis angeputzt und dann hast du einen absolut perfekten Übergang. Das heißt, wir müssen auf der Maschine oder mussten wir in der Vergangenheit den Innendurchmesser auf Maß bringen, die Höhe auf Maß bringen und danach erst die Kontur schneiden. Und die CNC macht das halt alles logischerweise in einem Schnitt weg. Stücke, ja. Ist also da entsprechend der Geschwindigkeitsvorteil. Mhm. So, was wollen wir? Soll ich nur eine Kontur schneiden oder soll ich nochmal was runterspindeln? Das ist mehr oder weniger langweilig. Okay, das heißt Schritt 1 wäre jetzt einfach die, warum sind die Ringe überhaupt, warum macht ihr die so hoch? Warum macht ihr nicht gleich ein bisschen flacher? Ist das egal so? Oder gibt es manchmal Köpfe, wo sie tiefer drin sitzen? Also, man sieht beim Auslassring, weil das Material auch deutlich teurer ist, okay. Dass man, da gibt man sich schon sehr viel Mühe, hier nur so 5 Zehntel überstehen zu lassen, weil das Material so wahnsinnig teuer ist. Mhm. Und auf der Einlassseite machen wir oftmals eine Standardhöhe, mhm, die dann auf Maß okay, runtergespindelt. Da ist es nicht so ausschlaggebend. Das heißt, Schritt Nummer 1 ist, müsst ihr euch jetzt so vorstellen, einfach diese Höhe anpassen auf die Höhe. Ist das genau bündig? Das jetzt? Ist ziemlich genau bündig. Bei dem Kopf, auch da kommt es noch dazu, da muss ich zum Schluss noch mal ein Zehntel nachsetzen. Der Kopf wird final wahrscheinlich noch mal oder wird noch mal geplant werden müssen. Ich muss also noch mal davon ausgehen, dass ich von dem Aluminium, was hier jetzt frei steht, noch ein ganz kleines Stückchen abtrage. Ja, stimmt. Deswegen schneide ich die absichtlich. Man sieht auch, wenn das Ventil jetzt reinfällt, es ist verhältnismäßig tief. So, auch von was die Strömung anbelangt. Und ein kleiner Teil davon verschwindet, nachdem der Kopf dann final auf der Planmaschine auf Höhe gebracht worden ist. Mm-hmm. Stimmt, macht Sinn. Wenn du es jetzt gar nicht machen würdest, heißt einmal planen, gleich wieder alles neu schneiden eigentlich. Wenn ich dann plane ich direkt quasi in die Sitzringe rein. Okay. Ja. Soll ich den noch runterspindeln auch noch? Oder wir schneiden hier direkt meine Kontur rein? Das haben die Leute, glaube ich, verstanden, was wir hier gerade mit der Flex gestanden haben. So, René, warte mal, ich muss einmal... das ist jetzt, René, sag mir was wegen Licht, heller, dunkler, das ist jetzt so ein Formstahl. Das heißt, hier sieht man mit dem bloßen Auge erstmal nur so eine halbrunde Kontur. Hier sind mehrere Winkel drin und ein Radius. Das heißt, hier findet sich, das kannst du jetzt höchstens, wenn du das gegen das Licht hält, siehst du so kleine Unterteilungen. Stimmt, Tatsache, ja. Du siehst den eigentlichen Sitzwinkel, dann die ganzen Korrekturen. Wenn man hier drauf guckt, sieht man das? Die verschiedenen Flächen, die so sich brechen jetzt im Licht so ein bisschen. Mhm. Die CNC würde das auch genauso machen? Nee, die hat einen runden Übergang. Bis auf an einer Stelle, wo die Dichtfläche ist. Nee, ein runder Übergang ist auch nicht immer gut. Du willst oftmals auch mehrere Winkel haben. Also diese gesamte Thematik, Sitzkontur, ist ja fast so kompliziert wie die Auslegung von dem Kanal selber. Mhm. Also es geht nicht nur primär darum, dass das Ding abdichtet, sondern man kann sagen, fast für jede Kanalform oder Kanal-Ventilkombination gibt es eine optimale Sitzringform. Mhm. Klassisch in jedem Motoreninstandsetzungsbuch wirst du finden einen 30 Grad Winkel oben. Zum Brennen? Gibst du mir mal den Zettel? Ich mache nur eine kurze Skizze, dann kann man es richtig gut sehen. Man will halt aus strömungstechnischen Gründen, sage ich mal, das ist jetzt der Sitz, wie er im Kopf eingepresst ist, hier ist der Kanal. Man will natürlich nicht nur hier 45 Grad Dichtwinkel schneiden, sondern du schneidest aus Strömungsgründen hier noch einen Winkel dran und einen da Winkel dran. So würde das Ventil jetzt genau sitzen. Ja, genau. Der Teller ist irgendwie, so muss man sich das Ventil dann vorstellen und setzt dann hier auf. Mhm. Und in der Ansicht kannst du dir auch ganz gut vorstellen, bei wenig Ventilhub, und darum geht es uns dann in dem Moment primär, hier will die Luft durchströmen.
Wenn man jetzt hier noch überall große Kanten stehen hätte, verliert man definitiv Strömung an der Stelle. Mhm. Und mit dem Sitzring und der Sitzringkontur beeinflusst du halt auch das Strömungsvolumen, was da durchgehen kann. Also wenn du den Ring schlecht schneidest, Konturen weglassen würdest, kannst du ruckzuck 20-25% verlieren. Krass. Allerdings jetzt die entscheidende Frage, nur in dem Bereich, wo das Ventil gerade so offen ist oder auch wenn es komplett maximaler Ventilloop offen steht? Du hast, also wenn man jetzt, warte mal, wenn man jetzt mal sagt, wir machen hier mal so eine Kurve, in der Richtung wäre quasi der Flow und hier ist der Hub vom Ventil, den die Nockenwelle, das die Nockenwelle ja aufmacht. Flow heißt jetzt übertrieben gesagt Luftdurchsatz. Dann hast du so einen gewissen Bereich, wo man jetzt sagen würde, so das erste Drittel wird ganz stark vom Sitz beeinflusst, weil da dieser, ja, darf man sagen, Venturi-Effekt, kann man sich vielleicht vorstellen, zweidimensional wie so eine Düse. Weil halt einfach auch gar nicht der Querschnitt noch. Der Querschnitt ist noch nicht da und da sind diese, da ist diese Kontur im Zusammenspiel mit dem Ventil immens wichtig. Und nach oben raus ist es mehr der Kanal und die Kanalform. Mhm. Und wie bei so einer Leistungskurve von einem Motor, wenn wir so einen Kopf bearbeiten, geht es uns ja nicht darum, wo kommen wir hier oben an. Und wir wollen nicht hier oben eine riesengroße Zahl stehen haben, sondern es geht im Prinzip um die Fläche unter der gesamten Kurve. Das Integral. Genau. Und, und deswegen gibt man sich halt auch beim Sitz enorm Mühe, zu versuchen, hier möglichst früh viel Flow hinzukriegen. Weil eben das Ventil nicht einfach nur auf und zu ist. Ja, genau, sondern eine Bewegungskurve hat, genau. Mhm. Das ist so. Ja, so in Kürze, wieso diese Winkel und Radien, die man da einbaut, wirklich immens wichtig sind, neben dem einfachen Abdichten. Ne, ich denke mal, das war auch gerade ziemlich entscheidend. Das heißt, ihr habt aber auch auf eurer Flowbench da wirklich Versuche gemacht und verschiedene Sitze geschnitten, getestet und so weiter. Und das ist natürlich schon, ich sag mal so, die ersten Gehversuche sind ja schon 13, 14 Jahre her und damals weiß ich noch, wie sehr ich mich erschrocken habe, was es für einen Einfluss hat. Wo man teilweise denkt, Mensch, bei wenig Hub 30%, das ist doch unmöglich, aber es ist echt okay. Ja, machbar. Ja, ich denke, das reicht auch auf jeden Fall. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Ne? Ich habe ja noch nicht wirklich. Und spinne dann einfach so ein Ding einmal. Ich schneide einmal, genau. Wo braucht man einen Piloten einmal? Also die Maschine funktioniert im Prinzip. Ich würde jetzt mal fast sagen, wie so eine Standbohrmaschine, nur ein bisschen besser, ein bisschen genauer. Der Konturstahl wird entsprechend des Ventildurchmessers in diesen Messerkopf eingespannt und führt sich über so einen Führungspiloten. Mhm. Das heißt, der steckt da drinnen anstatt des Ventilschaftes und dadurch habe ich eben genau die Flucht des Ventils später. Die Maschine mit dem Kopf richtig vorher mit einer Digitalwasserwaage absolut perfekt hier drin aus. Hier in dem Kopf, man sieht, hier ist eine Kugel drauf. Der hat auch so immer noch so ein bisschen Spiel. Ah, okay. Also der kann immer noch einen leichten Winkelfehler ausgleichen und läuft perfekt der Flucht vom Schaft hinterher. So. Und jetzt, wenn ich hier unten auf den Knopf drücke, jetzt sieht man das. Das ganze Teil schwimmt auf so einem Luftpolster auf. Und obwohl natürlich immens viel Gewicht hier oben drin ist, lässt sich das Spielen leicht bewegen. Damit es sich wirklich auf der Führung jetzt selber zentriert. Absolut, so. Absolut perfekt zentriert. Jetzt fahre ich den so einen Hauch ohne Berührung darüber, lass den eine Sekunde, zwei auspendeln. So, nehme die Luft jetzt weg, in dem Moment steht das Ding fest und ich habe genau die Flucht da drin. Ja, dann schneiden wir mal ein. Das ist jetzt das weiche Material, ne? Das hört man und man sieht es auch. Ich breche den Span zwischendurch immer, weil der Span bei dem Material immens lang werden kann. Und dann fängt er sich ganz eklig an, um den Piloten zu wickeln und so weiter. Woher weißt du jetzt, wie tief du jetzt schneidest? Das sehe ich. Okay. Also wenn man das oft gemacht hat, dann wundert man sich selber, dadurch, dass die Winkel so flach sind, wie genau man alleine per Auge schon schneiden kann. Das heißt, du schneidest jetzt bis an die Kante von dem Ring ran und dann noch tiefer, weil es ein bisschen tiefer sitzt. Genau.
Und das Material ist so beim Schneiden nicht ganz ohne. Deswegen unterbreche ich den Spahn zwischendurch jetzt so häufig. Aber man konnte jetzt eben schon genau sehen, wie diese Winkel so entstanden sind, ne? Ja. Jetzt würde ich gleich erstmal kurz aufhören, dann müsste ich die Höhen einmal kontrollieren. Hier oben kann ich das digital nochmal die Höhe jetzt gleich vermessen und dann kommt zum Schluss nochmal mit einer anderen Drehzahl, einem anderen Vorschub der finale Schnitt. Aber man sieht jetzt eben schon, wie die Kontur eben mit den Winkeln und so weiter entstanden ist. Das spielt jetzt extrem. Ja, warte mal, ich habe ja... Geht das? Mhm. Okay, das heißt mit dem gleichen Stahl jetzt noch trotzdem nochmal irgendwie darüber? Oder mit einem anderen? Nee. Für das Finish? Ja, das hat im Endeffekt dann schon wieder ein bisschen mit Spitzfindigkeiten der Maschine zu tun. Mhm. Was ich gerne mache ist, ich schneide den auf Kontur vor, auf dieser Maschine, weil ich die Maschine eben gut kenne und die Eigenheiten kenne. Und um auf der Maschine das absolut Maximale hinzukriegen, schneide ich ganz gerne mit 45 Grad nochmal nach. Mhm. Jetzt hat ja das Messer, man sagt ja immer im Eingriff, das Messer hat jetzt ja eine Kontur geschnitten von da unten bis da oben, das heißt eine Schnittbreite von 7 mm. Mhm. Dadurch entsteht natürlich auch eine recht große Kraft. Der Pilot ist zwar aus Vollhartmetall, aber es entstehen einfach recht hohe Schnittkräfte. Mhm. Und wenn ich jetzt auf eine 45 nur den Dichtwinkel umrüste, dann habe ich so gut wie keinen Schnittdruck mehr. Und dann stelle ich einfach nochmal so 2/300, fahre ich den Sitz nochmal über. Und damit hole ich mir einfach das allerletzte Quäntchen an Präzision. Das heißt, raus. Die Gegenfläche zu dieser hier wird sie quasi nochmal einzeln einfach nur schneiden. Genau, richtig, ja. Okay. Und anschließend noch innen auf den Kanal ausdrehen. Das habe ich bei dem hier schon gemacht. Da siehst du auch so eine leichte Spindelkante. Wie du schon reingefahren bist, ja. Genau, ich mache nochmal aus. Man sieht da jetzt so einen ganz leichten... Sieht man ganz gut auch gegenüber dem Ring da hinten, wo es nicht gemacht wurde. Ja. Und das sind in Anführungszeichen Ungenauigkeiten, die sich einfach zwangsläufig immer über Toleranzen, Führungsposition, Kanal der 5-Achs-CNC ergeben. Und einmal mit dem Fächerschleifer im Kreis und dann ist das halt wirklich absolut perfekt. Mhm. Okay. Ja, so viel zum Thema Ventilsitze, Schneiden, kleine Exkursion. Ich denke, wir brauchen jetzt nicht alle 12 zeigen, weil ich glaube, das Schneiden war gerade das Uninteressanteste von ganz Video. Weil es halt eigentlich mehr um die Technik und das Ganze drumherum geht, als um das eigentliche Schneiden da. Ne? Jetzt weiß auf jeden Fall jeder, wie das so ungefähr gemacht wird. Wir blenden jetzt auf jeden Fall nochmal die Videos ein, wie es normalerweise gemacht wird auf der CNC. Ja. Da sieht man gleich schon den Unterschied, einfach im Vorgang. Und wie geht es im nächsten Video weiter? Wir müssten den nochmal final planen, ne? Und dann sind wir eigentlich schon bei der Montage. Planen, reinigen. Ja, selbstverständlich nochmal komplett reinigen und dann können wir langsam anfangen montieren. Wird das Ganze nochmal auf Dichtheit geprüft? Ja. Okay. Ja. Wahrscheinlich vor der Montage, ne? Vor der Montage. Das wird direkt auf der Maschine hier nochmal, ich sag mal, wenn ich mit dem Schneiden durch bin, macht man es final zum Schluss nochmal. Logischerweise will ich mir den Kopf nicht nochmal rüsten, wenn ich später merke, Mensch, mir fehlen 10% oder so. Ja. Okay. So viel zum Thema Sitze schneiden. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall wieder sehr informativ und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.